Mit dem gestrigen Tage ist die Lieferung eingetroffen. Der Bausatz für den neuen Carport kam per Sattelschlepper. Die Entladung hat circa eine halbe Stunde gedauert. Und insgesamt besteht das Ganze regulär aus zwei Paketen, in meinem Fall drei Pakete, weil bei der Lieferung was schiefgegangen ist und die Disposition mir dieses schwarze Paket zusätzlich noch mit dazu getan hat. Das sind 14er Balken, die ich bestellt hatte. Im Paket selber sind aber nur 12er Balken drin. Aber da muss ich sagen, Easy Carport hat da sehr gut reagiert, sehr kulant. Kurzerhand konnte die Ladung noch ergänzt werden um dieses schwarze Paket, wo dann die vier Balken drin sind. Zunächst werde ich das Ganze jetzt auspacken und mit der Ladungsliste bzw. dem Lieferschein abstimmen, bevor es dann an den Aufbau geht. Die Folie ist entfernt. Ansonsten habe ich am Bausatz bzw. an der Lieferung noch nichts verändert. Hier oben die vier 14er Balken, 2,50 m x 14. Und von der Verpackung her muss ich sagen, gutes System. Auf dem ersten Blick keine Beschädigung erkennbar. Und zusätzlich zu dem, was jetzt hier zu sehen ist, gibt es noch einen Rundbogen. Der ist separat geliefert, also mit der Lieferung zusammen, aber in einem eigenen Paket. Den habe ich jetzt hier nicht mitstehen, weil der wird erst am Schluss montiert. Der ist bereits eingelagert. Im nächsten Schritt werde ich mir dann die Pakete erstmal anschauen, ob das Material darin vollständig vorhanden ist. Die Packliste ist ausgehackt. Alle Materialien sind vorhanden. Die Eisenbahnen sind gut verpackt, separat nochmal beschriftet, dass man auf dem ersten Blick auch findet, was man sucht. Ich habe nun die Kopfbänder und insbesondere die Dacheindeckung, wie die Zierbleche, die Regenrinnen, auch hier nochmal ein separates Set inklusive Kleber mit dabei, der eine Rundbogen und die Trapezbleche und vom Bausatz selber bereits vorsortiert die Stehbalken, 2,50 m in der Länge, 14 x 14, das ist die aufpreispflichtige Variante, im Standard ist es 12 x 12, und 8 x die Querbalken sowie 3 x die Kopfbalken, Seitenbalken, die Auflager und von der Qualität her nach wie vor soweit in Ordnung. Ein paar kleine Stellen sind drinne, aber wir reden hier von Holz, einem natürlichen Werkstoff, wo das völlig normal ist, dass ab und zu was absplittert. Da muss man eben dann aufpassen beim Einbau, dass man die Stellen, wo mitunter die Klebeflächen sind, oder wie hier habe ich eine Stelle, wo der Baum nicht ganz gereicht hat, dass man das dann so einbaut, dass es einfach nicht mehr sichtbar wird. Der bestellte Bausatz ist im Moment unbehandelt. Ich habe die Farbe aber direkt dazu bestellt. Das heißt, für die Größe von knapp 6 x 6 Metern inklusive erhöhter Schneelast war inklusive 4 Farbeimer a 2,5 Liter. Das Ganze in der Farbe Weiß. Auch ein Paket mit verstaut gewesen.